Hallöchen, Hallöchen, meine Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin Last Prophet von den Trash Gamers. Wir spielen Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Und ich habe euch ja gestern schon, oder vielmehr um 12 Uhr heute Morgen, also nachts, gestern Nacht, da kam es frisch auf den Markt. Ich habe es direkt mal angezockt. Es gab ein paar Problemchen mit den Aufnahmen, wie das halt mal so ist, ne? Da passiert immer mal wieder was. Ja, also was ist jetzt im Endeffekt großartig noch passiert? Gar nicht viel. Ich bin noch ein bisschen da jetzt rumgerannt, nachdem ich diesen Disconnect gestern hatte. Bin noch über ein paar Leichenberge gefallen, hab ein paar Riesenviecher noch getötet und bin dann wieder hier angekommen. Jetzt heißt's, ihr begebt euch ins Adelsviertel von der also von Westmark. Und das machen wir jetzt erstmal. So. Gut. Ich hatte ja, was ich auch noch gesagt hatte gestern. Mir gefällt das hier auf jeden Fall, die neuen Monster mit diesen neuen, dass diese ganz normalen Monster auch hier, so wie hier diese Eisaura, sie haben es verdammt detailliert gemacht, es sieht schön aus, es ist spannend, es ist düster, es ist einfach, denke ich mal, das Add-on, was sich viele gewünscht haben. Es macht einen Heidenspaß, wieder hier das zu erkunden, weiter zu leveln, 10 Level von mir aus. Das ist, wobei das ja eigentlich, glaube ich, nur eine Nettigkeits- oder eine Anstandsklausel war, diese 10 Level-Ups, weil das passiert ziemlich schnell. Wow, was ist das denn für ein Kerl hier? Ach, Alter! Alter, der hat mich gefressen! Okay. Ah, hier einen Brunnen kann man mal nehmen. Ich habe, ach so, ja, was ich gesagt habe gestern noch, ich spiele das auf Profi, damit ich euch so viel wie möglich zeigen kann und ich nicht hier alle zwei Minuten verreck, weil ich bin echt ein Movement-Krüppel. Und das hatte sich sogar schon gebessert, also. Oh, komm her, du. Aha. Ah. So. Was gestern noch passiert? Ach ja. Gegen Ende habe ich eine neue Armbrust gefunden. Alter. Mein 11,2% Heilung. Also die habe ich gestern gefunden. Ich hatte eigentlich die Manticore von Sweep bekommen. Nochmal herzlich Dankeschön an dich. Es gibt jetzt hier Waffen, die weitaus über die 1000 DPS gehen. Und ich scheiße jetzt mal auf diese 11,2% Heilung. Das ist schon heftig. Ich meine, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, okay. Gewährt plus 80 Erfahrung ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich will mal gucken. Ich mache jetzt 148.000 Schaden. Damit mache ich 153.000. Ich behalte es jetzt einfach mal ganz kurz. Also, das ist schon. Oh, ich glaube, da müssen wir rein. Oder? Nein, das ist auch wieder so ein Random Dungeon. Aber ich habe euch gesagt, alles, was an Random Dungeons bei uns spawnt, nehmen wir mit. Oh, Ratten töten. Oh, Ratten töten. Das ist ja wohl das. Das RPG-Element schlechthin. In irgendeinem Keller Ratten killen. Wo war es nett? Bei Baldur's Gate war es bei den anderen Spielen, die alle so ähnlich sind wie Baldur's Gate war es. Also es ist das ich glaube das älteste Rollenspiel-Element der Welt oder Rollenspiel-Quest der Welt. Rattenkillen. Schöne Musik, by the way. Ich spiele dir ein Lied auf der kleinsten Geige der Welt. Oh, hier haben wir wieder so ein
so ein Verbrecherschlumpf. Komm, sterb. Der schmeißt immer so tolle Sachen ab hier. Diese Markisen, Diamanten und Rubine, das kann man alles. Das freut mich auch, dass man da jetzt weitaus höhere findet. Weiß ja nicht, vielleicht habt ihr es ja auch schon mal durchgespielt und also habt schon durchgespielt, weil ihr so Suchtbolzen seid, so kleine. Und könnt mir verraten, ob man auf Qual oder so noch höhere Diamanten findet. Also, dass das Equipment ja besser ist, weiß ja jeder. Mich würde nur mal interessieren, ob die Diamantenqualität sich auch nochmal erhöht hat. Und ich habe noch gar kein Legendary gefunden hier, by the way. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe es gestern eine Stunde gespielt. Es ist, wie gesagt, echt nicht wirklich viel passiert in den 40 Minuten, die ich jetzt nicht hochgeladen habe. Ich bin eigentlich nur verwirrt rumgelaufen und habe keinen Ausweg gefunden. Oder nicht den Weg, den ich eigentlich gehen sollte. Hui! So. Eieiei. Peng! 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 Oh, was ist das? Aua. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich mein... ganz kleinen Augenblick. So, weiter geht's. Also das hier ist zum Beispiel so etwas. Das ist hier alles voller Leichen. Ich bin in irgendwelchen Katakomben. Hier ist alles voller Leichenberge. Oh, hier ist aber viel Gelbes gedroppt. Nehme ich gerne. Es ist... Die Atmosphäre ist so toll. Mit der Musik, das passt alles super. Finde ich klasse. So, da oben geht's nicht weiter. Ich schätze mal, wir müssen hier hoch. Ja, diese ganzen Mats, die nehme ich immer alle gerne mit. Ich meine, wer hat, der hat. Ach, das sind so Riesenratten, das sehe ich ja jetzt erst. So genmanipulierte Splinters. Ja, gestern oder beziehungsweise das die Folge, die ich vorhin noch hochgeladen habe, beziehungsweise gestern Nacht noch. Ah, da fehlt die Audiodatei und es ist echt so traurig, weil ich habe in einer Tour geredet. Das habe ich noch nie hinbekommen. Ich habe wirklich fast in einer Tour gelabert. Obwohl ich gerne rede, ja? Und ich höre mich auch gerne reden. Ich habe wirklich in einer Tour geredet und dann hat... Beziehungsweise dann habe ich mein Mikrofon am Headset ausgemacht. Oder ausgehabt. Und ich... Ach, es ist... Aber so ist das nun mal bei den Trash Gamers. Und das darf bei uns auch passieren. Weil... Oder bei mir zumindest. Ich bin ja momentan noch alleine. Das darf halt eben passieren, ja? Also... Das ist das Coole, wenn man sich so einen Namen genommen oder wenn man so einen Namen genommen hat. Man kann sich einfach sagen, ja, das soll so sein. Wir sind Trash Gamers, bei uns ist das normal. Wir dürfen's, was andere nicht dürfen. Ich meine, ich habe ja noch eine ganz liebe Ansage vorher geschaltet, ja, also die habe ich ja extra nochmal aufgenommen. Halt die Klappe! So. Nicht genug hast.
Ich krieg das heute zum Beispiel nicht hin, in einer Tour zu reden. Ich muss auch gleich mal, glaube ich, den Sound ein bisschen leiser stellen. Das ist nämlich ein bisschen laut hier. Was haben wir denn hier? Schreien der Gunst. Ja, nehmen wir mal. Das ist ja hier ein richtiges Geschnetzel. Ja, komm her, du. Aua. Okay. Ich muss jetzt erstmal in die Option und die Gesamtlautstärke noch etwas leiser machen. Mm, ja, das ist gut. Huch. Wow. Na. Ein Büchlein, der Pesttunnel. Okay, das sind gar keine Katakomben hier, das ist ein Pesttunnel. Alles klar, dann pest uns mal den Tunnel vor, mein Freund. Das Knochenlager, oft auch als Pesttunnel bezeichnet, diente ursprünglich als Bestattungsort der mittellosen Westmarks. Als jedoch die große Pestilenz ihren Lauf nahm, entschied die Stadt, dass die Tunnel ebenso gut für die Pestopfer verwendet werden könnten, um Westmark nicht in der steigenden Anzahl an Leichenhaufen ersticken zu sehen. Mit euch. Okay. Also ging in der Westmark wohl die Pest um. Und da haben sie sich gesagt, hier, weißt du was? Wir schmeißen die alle in den Tunnel. Da ist es auch schön. Und die Westmark hat Ruhe. Von der Geschichte her ganz cool, auf jeden Fall. Ich bin ja eh so einer. Also auch bei, na, wo ist er hin? Da ist er. Auch bei WoW. Wenn man das erste Mal, wenn man das erste Mal durchgespielt hat, da liest man sich noch jede Quest durch und will so viel wie möglich Hintergrundstories haben. Und das war bei WoW wirklich beim ersten Mal durchspielen war das so. Beim zweiten Mal durchspielen sogar auch noch so halbwegsweise, weil man dann einen anderen Strang durchgerannt hatte. Da gab es ja mehrere Wege, um auf Level Level 70 zu kommen, war das damals. Ja, verfluchte Truhe. Mensch, Event. Toll, toll, toll. Freue ich mich. Yam, yam, yam. Ich denke auch immer, diese ganz normalen Mobs hier mit diesem gelben Rand, das sieht alles immer so Elite-Gegner-mäßig aus, ja. So, Peng. Da macht man viel Damage. Hui, toll, toll, toll. So viele Gegner. Und ich habe keinen Hass mehr. Nein! Hier, fress das. So, da hat sie mal kurz geknallt hier. Effektgeladenes Spiel auf jeden Fall. Ah, sag mal, wie viel kommen denn da? So, und kam jetzt hier ein Legendary? Nein. Ich will jetzt sofort ein Legendary. Sogar noch ein Intro. Ey, Mann, das ist ja schön. Okay. Okay. Gut, gut, gut. Das Blaue lasse ich erstmal einfach liegen. So, jetzt haben wir hier drei Wege. Wo gehen wir entlang? Ich würde mal sagen, wir gehen oben rum. Wobei das sowieso 100 pro falsch ist. Was ja gut ist, weil ich ja euch so viel wie möglich zeigen möchte, aber auch irgendwie schlecht, weil ich so viel wie möglich euch zeigen möchte, indem ich vorankomme. Hahaha, das macht doch mir keinen Schaden. So. Wiederverwertbare Teile kann man auch nehmen. Wäre das jetzt hier auf Master oder auf Qual, ich sag euch Leute, ich würde bedingungslos verrecken. Und ihr würdet gar nichts von diesem Spiel sehen, bis auf... oh, ich bin tot. Ach nee, ich bin tot. Ach schade, jetzt bin ich tot. Na komm, hab ich hier nicht? Nee, hab ich nicht. Na, dann verreck halt so. Ja. Ja. Ja, Ruhe hier. Hier, yeah, der Leichtfüßigkeit. Okay, gut. Das war meines Erachtens... Oh, vielleicht geht's hier weiter.
Natürlich nicht. Hier ist noch eine Truhe, die habe ich jetzt ganz übersehen. Ja. Geld, 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 Geld. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, das sieht ja schon mal wieder ganz schön aus, was ich hier an Edelsteinen aufgehoben habe. Habe ich überhaupt irgendwas? Ja, ich habe ein bisschen was sogar. Oh, hier geht's wieder raus. Da bin ich jetzt aber doch ein bisschen hier. Ich will jetzt doch noch mal schnell hier gucken. Also, doch so einfach... Okay, Wahnsinn. Aber so ganz einfach durchrennen kann ich es doch nicht. Ich muss dann doch noch mal gucken, was ist jetzt noch in dem anderen Gang. Nicht, dass ich da irgendwas verpasst übersehen habe. Gut, wir gehen zurück ins Adelsviertel. War das jetzt einfach nur ein Dungeon? Tatsächlich. Ja, da leckt's mich am Arsch. Das war echt nur ein Dungeon. Schönes, langes Dungeon. Klasse. Das ist auch geil hier mit den Wäscheleinen. Ach, das haben sie echt schön gemacht hier. Ja gut, dass hier alles brennt und fackelt, das kann man sich ja dann denken, dass wenn da irgendwelche Leichen noch rumsitzen, dass daraus komischerweise Untote auferstehen. Genau in dem Moment, wenn man da dran vorbeiläuft. Uiuiui, da ist wieder so ein Dicker, der frisst mich. Ganz ruhig, Kollege. Sehr schön. Stirb. Ich hab gesagt, stirb. Oh, ich kann das wunderbar. Direkt hinter Mauern oder Pfeilen stehen und dann schießen. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Ja, was jetzt eigentlich auch schade ist, ist mein ganzes Paragon-Level. Ist zwar noch da, aber da steige ich jetzt erstmal nicht mehr auf, ne? Und kann, wobei ich glaube auch einfach nur, dass es so eine Anstandsskillung ist, dass die Leute einfach was zu tun... Oh. Dass die Leute was zu tun haben. Oder sich freuen können, dass sie ihren Charakter verbessern können, weil, ich glaube, bei der Paragon-Stufe sind das ja gar nicht so krasse Werte, ja, wo man, ein Legendary, wo man, das Spiel, wo man den Charakter wirklich, stark verbessern kann durch diese Paragon-Stufen. So, und da ich ja mal ein absoluter neugieriger Mensch bin, tue ich das jetzt gleich mal. Das ist der echte Hammer. Das Ding hat über 600 Geschicklichkeit. Angriffsgeschwindigkeit, ja, aber das sind leider Schadens, das sind Schadenswerte, die müssten noch höher sein wie auf meinem Ding. Da bringen mir auch diese 600 Geschicklichkeit nichts. Wobei, es fehlt. Was ist denn da? Kritische Trefferchance, Hassregeneration. Ah, diese 187 Vitalität. Jetzt ist natürlich die Frage, scheiße ich da drauf? Was sagen denn meine HP? Meine HP sagen 162.000. Naja, gut, kann man mal nehmen. Ich packe den jetzt einfach mal hier ein. Ich mache jetzt bereits 163.000 Schaden. Ich weiß, viele Pros haben das vorher schon locker hinbekommen mit ihren Chars. Ich nicht. So. Da haben wir hier Zauberstäbe und... Oh, den würde ich gerne meinem Witch-Doktor geben. Aber da fehlt es halt leider auch an den bevorzugten Stats. Mein Witch-Doktor ist mein Main und mit dem werde ich das Ganze hier auch nochmal durchspielen. Aber vorerst werde ich für euch... Das kann man mal behalten hier. Aber für euch werde ich natürlich vorerst, nachdem ich hier diesen Akt durchgespielt habe, den Kreuzritter mal antesten und mal gucken, was der so alles kann. So schnell wie möglich auf Level 60 zu kommen und dann, ja, gib ihm. Ich habe bisher schon gehört, dass der Kreuzritter hier effektgeladen und... Badaping, badabong, da macht's Zradadazonk hier, da muss ich sehr wahrscheinlich die Einstellung von meinem Diablo hier ein bisschen runterstellen, weil ich Angst habe, dass ich das nicht schaffe. Was? Ja, mein Freund, komm schon. So. Leichen, Leichen, Leichen. Wiederverwendbare Teile. Verzeihung, jetzt habe ich hier Schluck auf. So, ich gehe jetzt einfach mal schnell kurz in die Stadt, findet den Turm von Corellan. Alles klar, das kriegen wir hin, wa? So, dann gehe ich jetzt erstmal hier nuff an Matruhe. So, und sage auch hier noch einmal Dankeschön, Sweep, für diesen legendären Köcher.
Was das? Das war's. Das wollte ich mal behalten für meine anderen Chars. Die packe ich jetzt hier auch mal rein, weil ich kann nichts wegwerfen. Es ist einfach so. Ich kann nichts wegwerfen. So, und das blöde Färbemittel tun wir mal dahin. So. Das tun wir dahin, das tun wir dahin, das tun wir dahin. Ein Gürtel. Guck mal an, und der ist sogar besser, sehe ich eben. Was ich auch schön finde, ist, dass es ja, dass sie es geändert haben. Zwar ein bisschen zu krass, muss ich sagen, weil ich hätte es eigentlich auch schöner gefunden. Hätten sie nicht, also sie haben es ja geändert. Sie haben gesagt, es droppen jetzt charakterspezifische Items. Oder mehr bezogen auf charakterspezifische Items. Das finde ich echt klasse. Also das ist echt, da haben sie echt was gemacht. Ich hätte es nicht so, so deutlich vielleicht gesagt, weil irgendwie hat man jetzt so das Gefühl so, ah ja, komm, ich spiele den Hero hier und, oder den Helden. Ja, ist dasselbe. Und jetzt droppen hier nur Sachen für mich. Nee, ist ja so gar nicht richtig. Aber das droppen klassenspezifischere Items jetzt. Auch die Legendaries, die sind nicht mehr so, dass du darauf 300 Intelligenz hast und 12 Geschicklichkeit, wenn du mit einem Demon Hunter spielst oder mit einem Monk, ja. Und weißt du Geier was? Verzeihung. Da droppt kein legendärer Köcher. Oh, da war er ja wieder, der Tod. Da droppt kein legendärer Köcher für deinen mit Stats von 12% mehr Schaden auf Zombie-Bären. So mal der Witchdog, der ja so eine Faxen hier gar nicht picken kann. Oder equippen kann vielmehr. So, sterbt alle. Dankeschön. Das haben sie schon schöner gemacht. Also haben sie auf jeden Fall verbessert, dass das jetzt eben ein bisschen die Items klassenspezifische abgestimmt sind. Gefällt mir. Und auch allgemein gefällt mir das alles hier ziemlich gut. Auch diese neuen Gegner. Ich bin gespannt, was für Gegner uns noch erwarten werden in diesem Akt hier. Oh, 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 was haben wir denn da oben? Was habe ich denn hier übersehen? Ach du Kacke. Immer diese Slow-Aura, die ist schon. Reicht das hier so vom. Aha. Ach, hab ich das jetzt gerade richtig gesehen? Hat der jetzt. Hat so ein Geist mein Begleiter hier? Was Geziefer gerade? Okay, cool. Das ist halt geil hier mit diesen. Du läufst durch diese alte Stadt. Es ist so eng hier alles und du hast hier so die Straßen und hier überall Ratten und Igitt und bäh. Das ist von der Atmosphäre her unglaublich schön. Also auch passend und stimmig wieder zu Diablo, meiner Meinung nach. Okay, gut, das kenne ich ja hier schon irgendwo. So ähnlich war das, was ich da gestern noch gemacht habe, was glaube ich nicht mit aufgenommen wurde. Wenn ich diese Dinger jetzt hier kaputt gemacht habe, kommt irgend wahrscheinlich so ein Übergeist und will mir auf die Schnauzen hauen. Kann ich das nicht einfach auch so machen, dass ich beide krieg? Ja, hätte ich mal vielleicht von Anfang an gemacht. Aha, ja, da haben wir ihn doch. So, aber vor dem habe ich ja keine Angst, weil ich ja hier den Oberschaden mache. Und es ist ja nur auf Profi. Ah, lauf, lauf. Heiltrank, das und das und das. Und dann, naja gut, es war ein kleines Dungeon, aber trotzdem schön. Also auf dem Marktplatz sich da mit so einem Vieh zu kloppen, toll, toll, toll. Oh, noch ein. Sag mal, was ist denn hier los? Das war ja gestern auch schon so. Es waren ja alle 2 Meter hier ein Dungeon. So, der wahre Sohn des Wolfs findet heraus, was im König, ja. Oh, hab ich jetzt, was macht ihr hier? Lauft ihr mir hinterher, oder was? Nein? Nun gut. Hallo? Oh, noch mehr von denen. Oh, was bist du denn für einer? Es ist vollbracht. Die Blutlinie von Rakkes kehrt auf den Thron von Westmark zurück. Ich nehme an, dass ihr damit euch meint. Meine Großmutter.
wird es ein wenig Blutvergießen geben. Wir müssen schließlich ein Exempel statuieren, unseren Machtanspruch stärken. Doch das ist nur ein kleiner Preis. Die Menschen Westmarks haben bereits einen zu hohen Preis gezahlt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr dies tut. Oh. Ja, der hat so ein Schild hier. Aha, durch den hat er ein Schild hier. Das geht ja aber nicht, mein Freund, ne? Kannst du nicht machen. Hallo? Bin Sheik Stunt oder was? Schon wieder? Okay, interessant. Der chargt mich an. Haut mir verdammt viel Schaden rein. Oh, jetzt muss ich tatsächlich... Ey, Alter. Oh, diese Chakrams, die sind manchmal echt nervig hier. Da fliegen die genau so, dass sie den Gegner nicht treffen. Hallo, Alter, was hat denn der... Oh, komm schon, stirb. Hui, 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 hui. Also es war jetzt nicht schwer. Ha, für mich ja natürlich nicht auf Profi. Aber, doch ein bisschen, also... Oh, den kann man jetzt auch nochmal looten. Oh! Mir ist bewusst geworden, dass meine persönlichen Gefühle nicht von Bedeutung sind. Mein Volk stirbt und es braucht seinen König. Unser Widerstand beginnt heute. Und ausgerechnet Lord Winton hat uns die Mittel dazu gegeben. Diese Seelenernter werden Westmark nicht bekommen. Das schwöre ich bei meinem Leben. Das muss ich gerade mal kurz auf die Karte gucken. Da... Oder wird es wahrscheinlich weitergehen? Da rennen wir jetzt auch mal hin. Oh, was haben wir hier? Nichts. Hab ich irgendwas Weißes aufgesammelt? Nee. Oh, was hab ich denn hier? Seltenes Handwerksmaterial. Cool. Also es gibt wahrscheinlich... Also es gibt auch mehr Mats. Oh, diese Aura. Oder diese AE. Oder AOE. Freeze. Slow. Was auch immer. Es gibt sehr wahrscheinlich, also es gibt mehr Handwerkswaren jetzt, womit du noch krassere Gegenstände herstellen könntest, wenn du denn Zeit und Lust und die Kohle dafür hast. Das werde ich sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, weil die Kohle habe ich ja, weil ich mich nie... Wobei, gut, wenn ich mich vielleicht mit dem Auktionshaus beschäftigt hätte, was das Verkaufen angeht, hätte ich wahrscheinlich mehr Kohle wie jetzt... Das hier ist alles Farm. Und auch nicht erst seit, oder auch nicht erst vor 5 Minuten. Denn ich habe ja bereits in der gestrigen Aufnahme gesagt, was natürlich keine Sau gehört hat, weil Mikrofon gemutet, dass ich dieses Spiel bereits seit Erscheinungsdatum hatte. Ich habe das vorbestellt damals bei Amazon. Und am Erscheinungstag kam das, lag das auch schon direkt bei mir zu Hause. Und was habe ich gemacht? Ich habe es gespielt. Gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Und zwar so lange, bis ich alle meine Heroes auf Level 60 hatte. Und dann kam das Paragon-Level. Und dann ging es wieder von vorne los. Oh. Oh nein, verdammt. Das ist okay, das ist hier schon mal... Ach ja. Guck mal eine an. Oh. Ui. Der schießt einfach so an die Decke. Und dann gibt's hier mal... Kloppe hier einfach mal so ein paar Löcher. Falle hier mal so ein paar... Boah. Was passiert jetzt? Ach je. Jetzt brennt das hier auch noch und er hat voll die Uber-Knifte. Da muss ich ja jetzt mal ein bisschen Damage machen. Das scheint so hier der erste... Oh, wo, 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 wo. Scheint jetzt hier der erste richtige Endboss zu sein. Mit dieser Musik zusammen. Meine Fresse, ist das geil. Boah.
Ja, der hält schon ein bisschen was aus. Aua. Da oben ist auch noch einer. Schnell mal hingehen. So. Wow. Okay, jetzt nochmal hier das hier anmachen. Und jetzt gebe ich nochmal voll den Damage out. Aua, ja, ja, ja. Der haut ganz schön zu. Oh nein, 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 renn. Aua. Boah, das ist echt der Hammer hier. Wie gesagt, mit dieser Musik im Hintergrund, das ist der Wahnsinn. Und hier muss man auch immer schön aufpassen, dass man hier nicht zu sehr eins auf den Latz kriegt. Und da ist er tot. Wuhuhuhui. Ach du Scheiße. Da ist er wieder. Hallo, Tod. Na, wie geht's? Was machst du? Wie ist es so in der Unterwelt? Das ist ja der Hammer. Zur Hölle damit, ganz genau. Dich werde ich nämlich dahin schicken, wo auch jetzt... Ja. Achso, kehr zurück. Ja, natürlich, kehr doch mal in die Stadt zurück. Da oben. Warte mal kurz, jetzt muss ich erstmal wieder Equipment überprüfen. Nee. Das muss schon so 0,8% Schadenserhöhung ist jetzt nicht so, und auch hier die 0,4. Ich meine, 4,8% Zähigkeit ist eigentlich und auf ist eigentlich schon besser. Und auf diese 0,1 Heilung ist eigentlich nicht so tragisch. Das kann man mal so behalten. Das ist echt schön. Ich glaube, die Handschuhe waren aber auch von Sweep. Ich glaube, die muss ich auch behalten. Ich weiß es nicht mehr genau. Sweep, wenn du das hier siehst, dann sag doch immer, sind das deine Handschuhe oder sind das meine? Ich weiß nicht. So, hier haben wir neue Mats für die... Ach nee, ich glaube, das ist hier... Ja, haha, wir haben ja gestern... meine Freunde der guten Unterhaltung, die Mystikerin, also die Verzauberin hier kennengelernt. Und da kannst du hier einfach so ein Ding reinschmeißen und da kannst du hier, gucke, Eigenschaften zum Austauschen anwählen. Da kannst du sagen, hier, okay, was gefällt mir dann hier nicht? Hier getötete Gegner, was könnten sie hier eigentlich machen? Und dann kriegst du hier eine Auswahl an Sachen, was ich hier unten gerade lese, Stufenanforderungen. Achso, um 2 bis 23, okay. Naja, gut, also ab 2 bis 23 hätte ich jetzt gedacht, da hätte ich aber mal kurz lachen müssen. da kriegst du eine random Sache ausgetauscht. Das ist auf jeden Fall schweineinteressant. Wir hören jetzt uns gerade einmal den Tyrael an, aber vorher mache ich eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder.